So, jetzt haben wir 11 Monate Wahlkampf und ich gestehe, mir fällt keine einzige vernünftige Frage mehr ein. Vielleicht wollen Sie einfach irgendwas erzählen, so aus Ihrem Leben, was Kurzes vielleicht. Naja, das war eigentlich schon die Frage. Ja, also vielleicht war irgendwas Schönes. Naja, zum Beispiel, als meine Frau, die da ist, öffentlich gesagt hat, dass sie mich wählen wird. Das war schon schön, dass sie das... Entschuldigung, was ist denn das für eine Null-Nachricht? Ja, natürlich wird Ihr Frau sie wählen. Ja, war ich denn schon die Schlagzeile? Frau van der Bellen wählt Herr van der Bellen. Bravo. Na, ich weiß nicht, wo Sie leben, aber bei mir ist das nicht selbstverständlich. Sie ist ein freier Mensch. Wir führen eine offene Beziehung diesbezüglich. Und, ja, sehr spannend, sehr spannend. Was sagen Sie als Nächstes? Professor van der Bellen wählt Professor van der Bellen, oder was? Ja, auch das ist absolut nicht in Stein gemeißelt, nicht? Ich finde das also sehr eitel, sich selbst zu wählen. Das macht man eigentlich nicht. Ich habe es beim ersten Wahlgang nicht gemacht, habe mich nicht selber gewählt. Beim zweiten Wahlgang, obwohl es arschknapp war, habe ich gesagt, lieber meine Stimme verlieren, als sich bei der Eitelkeit erwischen lassen, nicht? Und beim dritten Wahlgang jetzt habe ich mir genau links und rechts angeschaut, was es gibt, nicht? Und dann in Ruhe abgewogen und dann gesagt, ja, man kann die Prinzipien auch hinter sich lassen, nicht? Und Sie werden staunen, Frau Schnabel, ich wähle den Herrn Professor van der Bellen. Ja? Also das finde ich ganz, ganz traurig, dass Sie da über diese Prinzipien hinweggegangen sind. Ich habe mich nie selbst gewählt. Im ersten Wahlgang habe ich diesen gut aussehenden, jungen, dynamischen Mann gewählt. Im zweiten Wahlgang den, der gesagt hat, er ist gegen die Eliten. Und im dritten Wahlgang jetzt, da wähle ich selbstverständlich den, der gesagt hat, so war ihm Gott helfen. Moment einmal. Ja. Im ersten Wahlgang haben Sie den jungen, dynamischen, unter Anführungszeichen, gewählt. Das waren Sie selbst. Ja. Okay. Im zweiten haben Sie den, der selbst der Nanz gegen die Eliten kämpft, obwohl er selber Teil der Elite ist, das sind auch Sie. Und im dritten, der mit Gottes Hilfe arbeitet, das sind auch Sie. Also Sie haben sich dreimal selbst gewählt oder werden wollen. Das finde ich ganz, ganz untergriffig. Wollen Sie mich der Lüge bezichtigen, Frau Schnabel? Sie werden sich wundern, was wir mit Ihnen vorhaben. Am Montag, wenn ich Präsident bin, werden Sie im ORF ganz andere Jobs haben. Das verspreche ich Ihnen. Und Sie werden sich noch wundern, was alles nicht geht, wenn Sie eventuell einmal Bundespräsident werden würden, ne? Naja, ich glaube, da geht an sich vielleicht schon manchen in der FPÖ die Muffe. Da gibt es schon ein gewisses Nervenflattern. Wie ist denn Ihre Ansicht dazu, Heinz-Christian Strache? Also bei mir flattert überhaupt nicht. Das ist eine Unterstellung. Vielleicht flattert bei Ihnen irgendetwas. Ne? Wir sind guter Dinge. Der Klubobmann der ÖVP, der Herr Lobatka, der wird den Hofer wählen. Ne? Der ist aus Ihrer Partei. Also was machen Sie damit? Ne? Lobatka wird Hofer wählen. Das ist ja eigentlich eine Steilauflage für einen Elfmeter, den der Herr Bundeskanzler jetzt vielleicht verwerten möchte, Herr Bundeskanzler. Ja, den werde ich versenken. Es gibt einen alten Kinderspruch. Was immer der Lobatka tut, das Gegenteil davon ist gut. Eine Frechheit, eine unglaubliche. Er hatte nicht den Mut, mir das da ins Gesicht zu sagen. Ich würde ihm gerne en face sagen, was ich von ihm halte, wenn er da hereinkommt. Guten Tag, hallo. Oh. Herr Lobatka, der Bundeskanzler steht gerade neben Ihnen. Sie können es ihm jetzt ins Gesicht sagen. Die Kamera läuft. Wollt Sie's? Ah, was war schneller? Ich habe, ich glaube, die Kaffeemaschine in der Kantine ist gerade kaputt. Vielleicht könnte man da was tun. Maschek, vielen Dank. Zu Recht. Völlig zu Recht. Sitting Ovations für Maschek.